بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، Wir sind mit dem Buch العربية بين يديك mit der fünften Lektion vom ersten Buch. Und hier haben wir التراكيب النحوية. Tarakib heißt das Aufbauen zum Beispiel. Tarakib. Etwas mit etwas verbinden. Zum Beispiel, wenn wir auf Deutsch Fußball sagen, dann ist das ein Wort, was Murakkab ist, was aus zwei Wörtern besteht. Fuß und Ball. An-Nahwiyya, An-Nahu. Die Grammatik im Arabischen teilt sich in zwei. Einmal An-Nahu und einmal As-Sarf. An-Nahu hat mit der Endung des Wortes zu tun meistens. Also ob wir jetzt U oder I oder R sagen, den Fetha, den Kasra oder den Dhamma. As-Sarf hat meistens mit dem Wort selbst zu tun. Also besser gesagt, An-Nahu hat mit dem Satz zu tun. Weil durch den Satz ändern sich die Wörter oder die Endungen der Wörter. Beim Sarf geht es eigentlich nur um das Wort selbst, von was es kommt, was seine eigentlichen Buchstaben sind, seine originalen Buchstaben und so weiter. Das kurz gefasst. Hier haben wir dann التدريب, die Aufgabe, تبادل السؤال, das Austauschen der Fragen, والجواب, und der Antwort, مع زميلك, mit deinem Kameraden, كما في المثالين, genauso wie in den beiden Beispielen. Dann haben wir ein مثال الأول. Das haben wir rechts. Ich benutze mal dieses Licht da, den Spotlight. Hier. Al-Misal al-Awwal. Da haben wir zum Beispiel Hel Ente Pakistani. Abdul-Baqi, kannst du uns sagen, was nochmal Hel Ente Pakistani heißt? Bist du aus Pakistan? Nicht ganz. Würden wir sagen, bist du aus Pakistan? Hel enta min Pakistan. Aber hier haben wir gesagt, Pakistani. Wir haben ein Ja hinzugefügt. Und deswegen hat sich das Wort Pakistan, Land, zu etwas anderem geändert. Was ist das? Bist du ein Pakistaner? Genau, richtig. Bist du Pakistaner? Und dann steht dann die Antwort darunter. Naam ana Pakistani. Was heißt das? Ja, ich bin ein Pakistaner. Genau, richtig. Und das Land selbst ist Pakistan, also ohne Ja. So, auf der nächsten Seite haben wir Al-Mithal al-Thani. Hel enti Pakistaniya. Und hier sehen wir, dass wir ein Ta Marbuta, diesen Ta am Ende nennen wir Ta Marbuta, hinzugefügt. Und das, weil es eine Frau ist, weil es weiblich ist. Bist du Pakistanerin? Und die Antwort? Naam, ana Pakistaniya. Ja, ich bin Pakistanerin. Natürlich, wenn wir stoppen, dann wandelt sich der Ta Marbuta zu einem Ha. Würden wir aber weiterlesen, dann würden wir ganz normal Pakistaniya tun oder ja, Pakistaniya tun sagen, wenn es weitergeht. So, jetzt gehen wir zu dem Beispiel. Wir haben hier Turki. Abdul-Baqi, ich frage dich und du antwortest in diesem Beispiel. Ich frage, oder die Frage ist dann, Hel ente Turki, was ist dann die Antwort? Naam, ana Turki. Genau, super. So, wenn du jetzt fragen möchtest, bist du Türkin, was sagst du? Hel enti Turkiya? Turkiya tu? Genau. Ja. Hel enti Turkiya. Natürlich, wenn du es ganz aussprechen möchtest, Turkiya tun. Und dann ist die Antwort, Naam, ana Turkiya. Okay, wenn wir jetzt Misri haben und ich frage dich, Hel ente Misri? Und du willst sagen, ja, ich bin Ägypter. Was sagst du? Nein, eine Misri.
Genau. Naam ana Nusri. So, jetzt, ja, wenn ich, wie willst du jetzt fragen, bist du Ägypterin? هل أنت مصرية؟ Genau, richtig. هل أنت مصرية؟ Und dann ist die Antwort, نعم أنا مصرية. Und hier, wenn ich sagen würde, هل أنت سوري؟ Bist du Syrer? Wenn du sagen möchtest, ja, ich bin Syrer, was sagst du? نعم أنا سوري. Genau, richtig. Und wenn du fragen möchtest, bist du Syrerin? Was sagst du dann? هل أنت سورية؟ Genau. هل أنت سورية؟ Und dann ist die Antwort, نعم أنا سورية. So. Hat bis jetzt hier jemand irgendwie welche Fragen? Nein. Okay. Dann gehen wir zur nächsten Seite. Und zwar haben wir hier dann hat Jumalan kema fil misal. Hat also gib. Erdri. Jumalan Sätze kema. Genauso wie im Beispiel. Misal. Al-Misal hatha achi. هذا أخي heißt, das ist mein Bruder. Jetzt, das ist mein Bruder, wir haben so einen langen Satz gesagt und das sind nur zwei Wörter. Das fragen sich öfters die Ägypter oder die Araber allgemein. هذا selbst heißt eigentlich nur das. أخي, mein Bruder. Dieses mein ist am Ende. Dieses hier am Ende, أخي, hier, das ist mein. Das Wort ist oder das Verb ist, gibt es nicht im Arabischen, eigentlich. Also wenn man das so wortwörtlich übersetzen möchte, dann würde es sagen, هذا يكون أخي. Aber dieses يكون, dieses ist, gibt es nicht im Deutschen. Und wenn ihr merkt, im Koran hat man öfters ein paar Wörter in zwei Klammern. Das sind die Wörter, die man im Arabischen eigentlich nicht benutzt, aber im Deutschen braucht man sie. Und deswegen, هذا أخي, das ist mein Bruder. Hua mudarrisun. Der zweite Satz. Hua mudarrisun. Er, und dann in Klammern ist, mudarris, Lehrer. Und genauso müssen wir mit diesen Wörtern, die wir unten haben, Sätze bilden. Abdulbari, wir haben jetzt ach. Okay, das haben wir schon gelöst. Jetzt kommen wir hier ucht und mudarrisa. Ucht heißt Schwester. Und Mudarrisa, Lehrerin. Jetzt, wie sagen wir, das ist meine Schwester und sie ist Lehrerin? Kannst du das, Abdulbari? Hada Uchti. Hier Mudarrisa. Genau, richtig. Okay, und jetzt hier beim nächsten Sadiq und Tabib. Sadiq heißt Freund und Tabib Arzt. Wie sagen wir das? هذا صديق هو هو اوكي فاست jetzt هذا صديقي هذا صديق geht eigentlich aber wenn wir nach dem Beispiel gehen möchten müssen wir sagen هذا صديقي der Unterschied ist eben das هذا صديقي, das ist mein Freund. هذا صديق, das ist ein Freund. Das ist der Unterschied. Verstehe, ja. هو طبيب, er ist Arzt. هو طبيب, er ist Arzt. Oder er ist ein Arzt. Okay, jetzt haben wir صديقة und طبيبة. Wie machen wir das jetzt? هذا صديقتي هو طبيب. Darfst du vergessen, dass es weiblich ist.
Deswegen sagen wir nicht هذا, sondern هذه oder هذه. Genau, هذه صديقتي. هذه صديقتي. هي طبيبة. Genau, هي طبيبة. أحسنت. Super. Und dann haben wir أخ und مهندس, Bruder und Ingenieur. Wie machen wir das? هو هذا أخي. هو مهندس. Genau. هو مهندس oder مهندس. Dann haben wir أخت und مهندسة, Schwester und Ingenieurin. Wie sagen wir das? هذه أختي. هي مهندس. هي مهندسة. أحسن. Super. Jetzt gehen wir zum nächsten. التدريب الثالث. Die dritte Aufgabe. Und hier genauso. تبادل السؤال والجواب. Also wir tauschen wieder die Fragen und die Antworten aus. Und hier haben wir das Beispiel من أين أنت؟ أنا من باكستان. Davor hatten wir bist du Pakistaner? Und hier haben wir von wo kommst du her? Von wo bist du? Min, von. Aina, wo? Enta, du. Natürlich dürfen wir nicht vergessen, dass du weiblich enti ist. Also ein Kessel. Und die Antwort ist dann Anna min Pakistan. Ich bin, oder ich komme, ich bin aus Pakistan. So. Jetzt gehen wir zu dem Beispiel hier unten. Enti, Türkiye. Also enti, du weiblich. Und Türkiye ist Türkei. Das heißt, wie machen wir das jetzt auf Arabisch? Abdulbaki? Also, was genau soll ich machen? Also, wir müssen jetzt hier genauso wie oben, von wo kommst du? Und ich komme aus der Türkei. Soll ich auch die Frage stellen? Also mit einer Enti? Ja, genau. Die Frage und die Antwort. Mit einer Enti? Türkiye. Genau, super. Min aina anti? Von wo kommst du? Ana min Türkiye. Okay, jetzt beim zweiten. Hua und Syria. Hua, er und Syria, Syrien. Wie machen wir das jetzt? Min aina anta? Hua min Syria. Okay, Hua min Surya war richtig. Aber nicht min Aina Enta, weil ja. Min Aina. Hier müssen wir sagen min Aina Hua. Also den Pronomen, den wir in der Frage benutzen, müssen wir auch in der Antwort. Und was wir in der Antwort benutzen, auch in der Frage. Min Aina Hua, von wo kommt er? Er kommt aus Syrien. Hua min Surya. Okay, beim dritten hier und Misr. Wie machen wir das jetzt? Woher kommt sie? Sie kommt aus Ägypten. Mit einer Enti? Den gleichen Fehler wieder? Also hier genau. Eine Enti? Nein, mit einer hier. Anstatt dieses Enti musst du das umwandeln auf hier, austauschen. Mit einer hier. Genau. Misri. Hier Misr, genau. Hier mit Misr, ganz einfach. Und dann haben wir Enti und Pakistan. Wie machen wir das? Mit einer Enti. Hier in Pakistan.
Fast. Du kannst es eigentlich ganz gut. Du kommst nur durcheinander mit den Pronomen, weil wir das erst jetzt gerade angefangen haben. Min aina anti, das war richtig. Anti. Oder? Achso, ja, stimmt. Anti min Pakistan. Hier haben wir, glaube ich, einen Fehler gemacht. Min aina anti und dann die Antwort. Anna min Pakistan. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was wir ganz am Anfang gemacht haben mit NT und Türkiye. Wir korrigieren das schnell nochmal. Min aina anti und dann nachher Anna min Türkiye. So müssten wir das gesagt haben. Und die beiden in der Mitte, die sind immer noch gleich. Min aina hua, hua min Syria, min aina hier min Masr. Ich glaube, jetzt haben wir alles gelöst, ja. Okay? Also war das letzte, also gab es da einen Fehler? Beim letzten, da müssten wir bei der Antwort Anna sagen. Also nicht hier und nicht Enti, sondern Anna. Weil du fragst ja, von wo kommst du? Und die Antwort ist dann, ich komme, nicht du kommst. Ja, stimmt. Und genauso beim Anfang, also bei dem ersten mit NT und Türkiye, da müsste das der gleiche sein. Also min aina NT und dann die Antwort ene min Türkiye. Aber bei hua und hier, bei den beiden in der Mitte, da bleibt es hua hua und hier. Inshallah gibt es jetzt keine Probleme. Habt ihr bis hier jetzt noch Fragen? Inshallah. Dann gehen wir zur nächsten Seite. Und hier haben wir wieder eine Aufgabe. Misal Ismi Khalid. Ich heiße Khalid. Ism alleine ist Name. Und dieser Ja, genauso wie bei Achi, ist dieses mein Name. Und ist, gibt es nicht im Arabischen, Khalid. Khalid. Mein Name ist Khalid. So, jetzt zu den anderen. Wenn ich sagen möchte, mein Name ist Khalil, was sagen wir da, Abdul Baqi? Al-Misal ist mir Khalid. Nur Ismi Khalil. Al-Misal heißt Beispiel. Ach so, ja. Ismi Khalil. Und wenn ich sagen möchte, mein Name ist Khadija? Ist mir Khadija. Und wenn ich sagen möchte, mein Name ist Mohammed? Ist mir Mohammed. Genau. Und wenn ich sagen möchte, ist mir Fatima? Was heißt ist mir Fatima? Mein Name ist Fatima. Genau, richtig. Okay. Jetzt haben wir hier Al-Misal, noch ein Beispiel. Ene Turki, ene min Türkiye. Hier möchte man das Land mit der Nationalität verbinden. Also ene Turki, ich bin Türke. Ene min Türkiye, ich komme aus der Türkei. Jetzt hier Suriye und Syria. Wie kann ich jetzt sagen, ich bin Syrerin, ich komme aus Syrien? Eine Surya, eine min Surya. Genau. Jetzt haben wir Masriya und Masr. Ich bin Ägypterin. Ich komme aus Ägypten. Eine Misriya, eine min Misri, Misri. Bin Anna min Masr. Achso, Okay. einer mit Wasser. Ich bin Pakistaner. Ich komme aus Pakistan. Einer Pakistani, einer mit Pakistan. Genau, Anna min Pakistan. Und das Letzte, ich bin Türkin und ich komme aus der Türkei. Einer Türkei,
Anna min Turkiya. Genau, richtig. Bis hier irgendwelche Fragen? Alles super. Entschuldigung, keine Fragen. Okay. Jetzt hier ist alles nur so eine Zusammenfassung von dem, was wir alles gelernt haben. Und zwar schauen wir uns an, bei dem Nummer 1 hier, da haben wir Anna, Enter und Hua. Abdu'l-Baqi, weißt du, was Anna, Enter und Hua heißt? Also Anna heißt ich, du, ja, und ja. Genau. Und dieses, dieses Enter, hast du gesagt, du. Ich, du, ja. Was genau? Was war die Frage? Dieses Enter, hast du gesagt, du, aber was für ein du? Allgemein oder weiblich oder männlich oder doppelt? Maskulin. Genau, maskulin. Also Anna, ich, Enter, du, maskulin und Hua, er. Und dann diese Terakib, das Verbinden, ist dann ganz einfach hier. Da kannst du entweder sagen, Anna Talib, Anna Mudarris, Anna Tabib, Anna Misri, Anna Turki, Anna Suri. Also ich bin Student, ich bin Lehrer, ich bin Arzt, ich bin Ägypter, ich bin Türke, ich bin Syrer. Und genauso mit Enter und Hur, also du bist Arzt, du bist Student, du bist Lehrer, du bist Arzt, du bist Ägypter, du bist Türke, du bist Syrer. Und genauso mit Hur, er ist Student und so weiter. Jetzt bei der zweiten Tabelle oder Liste haben wir Anna und Enti und hier. Enti ist jetzt du weiblich und hier sie. Und hier ändert sich ein bisschen etwas, denn hier sagen wir alles, was weiblich ist. Anna Taliba, Anna Mudarrisa, Anna Tabiba, Anna Musriya, Anna Turkiya, Anna Suriya. Ich bin Studentin, ich bin Lehrerin, ich bin Ärztin, ich bin Ägypterin, ich bin Türkin und ich bin Syrerin. Das bedeutet, Anna kann weiblich und männlich sein, genauso wie im Deutschen. Aber beim Enter teilt es sich. Wir müssen sagen, entweder Enter, dann ist es maskulin, oder NT, dann ist es weiblich, dann ist der nächste Name eben auch weiblich. Und dann eben hier und hier. Das ist beim Deutschen genauso. Also der Unterschied ist nur bei Enter und NT. Dann haben wir Nummer 3. Min Aina. Abdu'l-Baqi, weißt du, was Min Aina heißt? Genau, von wo? Das bedeutet, min aina, enter, kannst du sagen. Von wo kommst du, männlich? Von wo kommst du, weiblich? Min aina, enti. Von wo kommt er? Min aina, hua. Von wo kommt sie? Min aina, hier. Bei der vierten Liste haben wir Anna, enter, enti, hua und hier. Min. Also ich, du, männlich, du weiblich, er oder sie, ist von Pakistan, Pakistan, Türkei, Türkei, Misr, Ägypten, Syrien, Syrien. Ich glaube, das hier ist verständlich. Und dann haben wir Nummer 5, hell. Abdu'l-Baqi, weißt du, was hell ist? Wer? Nicht ganz. Hell, wer heißt man? Wie bitte? Hell, ich meine, du hast gerade wer gesagt. Wer ist im Arabischen Men? Aber hell, weißt du, was bist du? Bist? Du bist von der Antwort richtig nach. Okay. Im Deutschen, wenn wir eine Frage stellen möchten, da fangen wir mit dem Verb an. Bist du so? Kommst du aus, keine Ahnung was? Schreibst du so und so? Aber im Arabischen haben wir extra Wörter dafür. Und das ist hell oder er. Also ein Hemse oder hell.
Bis jetzt haben wir nur Helge gelernt, aber ich gebe euch noch dieses andere Wort. Und somit ist dann, fängt dann die Frage an. Also Hel und dann her Ente oder Enti oder auch irgendeine andere. Also es kann auch Hua sein, es kann Hier sein, es kann Anna sein. Hel Ente, zum Beispiel Pakistani. Bist du Pakistaner? Hel Ente Turki. Bist du Türke? Hel Ente Misri. Bist du Ägypter? Hel Ente Suri. Bist du Syrer? Oder Hel Enti Pakistania. Bist du Pakistanerin? Hel Enti Turkia. Bist du Türkin? Hel Enti Misriya. Bist du Ägypterin? Hel Enti Suriya. Bist du Syrerin? Jetzt die Antwort ist auf der, in der sechsten Tabelle oder Liste. Nam Anna. Ja, ich bin. Nam Anna Pakistani. Ja, ich bin Pakistaner. Nam Anna Turki. Ja, ich bin Türke. Nam Anna Misri. Ja, ich bin Ägypter. Nam Anna Suri. Ja, ich bin Syrer. Oder das weiblich jetzt. Nam Anna Pakistaniya. Ja, ich bin Pakistanerin. Nam Anna Turkiya. Ja, ich bin Türkin. Nam Anna Nusriya. Ja, ich bin Ägypterin. Oder Nam Anna Suriya. Ja, ich bin Syrerin. Und dann haben wir noch die siebte Liste. Hada Achi, Hada Sadiqi. Das ist mein Bruder. Das ist mein Freund. Oder ganz unten. Hadihi Uchti. Hadihi Sadiqati. Das ist meine Schwester. Und das ist meine Freundin. Und das letzte. Ismi Khalid. Ismi Khawla. Ismi Khalil. Ismi Khadija. Mein Name ist Khalid. Mein Name ist Khawla. Mein Name ist Khalil. Oder mein Name ist Khadija. Und hier sind wir dann inshallah mit der fünften Lektion fertig. Hat jemand Fragen? Ja, was würde Isma heißen? Isma? Oder gibt es das Wort Isma überhaupt im arabischen Sprachgebrauch? Meinst du Isma oder meinst du Esma? Isma, also Name nur mit Fetha. Das Schreiben ist auch ein bisschen schwer. Könntest du es vielleicht auf Lateinisch mir schreiben, damit ich verstehen kann ganz genau, wie das geschrieben wird oder wie das aussieht? Ja, das kann ich machen. Inshallah. Okay, dann schreibst du mir privat, glaube ich, besser. Dann bleiben wir hier. Okay. ربنا عافنا وعاف عنا واحفظنا بأسرار الفاتحة